So, die ersten 5 Qualis sind online und ihr habt euch diejenigen rausgesucht, die ihr dabei haben wollt. Die 3-Like-Empfehlung von mir hat natürlich wieder für Verwirrung gesorgt, ist ja auch nichts anderes zu erwarten von 8-Jährigen. Es ist selbstverständlich keine Pflicht, sich 3 rauszusuchen. Es macht in meinen Augen einfach nur am meisten Sinn. Und es werden nicht jede Woche die 3 meistgelikten Teilnehmer sicher weiterkommen. Wenn einer in der ersten Woche auf dem 4. Platz ist, dann kann er ja trotzdem mehr Likes haben als einer, der in der 3. Woche auf dem 2. Platz ist. Das wäre ja total bescheuert, wenn trotzdem der mit weniger Likes weiterkommt, weil er Glück hatte, dass die Woche nicht so stark war. Nee, das ist Blödsinn, Kinders. Es werden die beliebtesten insgesamt genommen, aber kommen wir endlich zu den Qualis. Am unbeliebtesten war Zarus. Er hat, obwohl diesmal nur die Likes zählen, eine extrem negative Bewertung bekommen. Ich finde das nicht so ganz gerechtfertigt. Der ist technisch, flowlich und im Gesamtpaket echt mehr als solid unterwegs, auch wenn er halt extrem an Lasker erinnert. So viel Hate hätte echt nicht sein müssen. Er war auch meine letzte Wahl diese Woche, aber der Hate steht in keiner Relation zu dieser qualitativ hochwertigen Qualifikation. Video- und audiotechnisch ist das ganz vorne mit dabei. Der Rap ist halt ein bisschen langweilig und drucklos, aber da sind gute Lines drin, gute Reime und gute Flows. Ich glaube, wenn er sich einen etwas eigeneren Style überlegt, dann könnte der beim nächsten Mal vielleicht was sein. Ins Mini-OPB nehme ich ihn auf jeden Fall, das steht schon jetzt fest. Am zweitschlechtesten bewertet wurde Ace und das habe ich gar nicht verstanden. Er war bei mir die Nummer 1 diese Woche, vom Beatpick, vom Rap-Style her und wie er rüberkommt, finde ich die Quali richtig Bombe. Er kommt von allen Teilnehmern am brutalsten und bosshaftesten rüber, wahrscheinlich ein bisschen zu heftig für die kleinen Kiddies. Der Inhalt ist leider um einige schwächer als die Präsentation, aber es ist ja auch nur eine Quali. Er haut echt gut rein und hat hier ein richtig schönes Brett abgeliefert. Ich hoffe, dass es fürs normale JBB noch reichen wird. In der Mitte ist Janakan und das würde ich genauso unterschreiben. Er float gut, ist routiniert und musikalisch. Inhaltlich schwächelt er auch ein bisschen, aber er war unter meinen persönlichen 3 Favoriten diese Woche. Auch das Video ist top. Was Battle Rap angeht, müsste er sich erstmal beweisen, aber mit dieser Quali hat er sich einen Platz im Achtelfinale verdient. Ich denke auch, dass das reichen wird. Am zweitbesten bewertet wurde Madast und auch der war unter meinem persönlichen Top 3. Der hat zwar praktisch so gut wie keine Punchlines und legt alles komplett auf Low, aber dafür ist der Flowlich auch echt speziell und feierbar. Außerdem in Sachen Mimik, Gestik, Outfit und Stimme. Nichts, was er macht, ist 0815 und er hat auf jeden Fall Humor. Besonders gut fand ich den Anfang vom 2. Part. Ich geh raus vor die Tür und was ich sehe ist unglaublich. Ein Schwamm verkleideter redet von Waffen und Rauschgift und ballert nebenbei die Battle-Rapper rein, weiß über den Haufen. Geil, da mach ich ja auch mit. Ein sehr interessanter Typ auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob er auch battlen kann. Am besten bewertet habt ihr 4 und der war nicht unter meinen Top 3. Der wäre ja fast gar nicht ins JBB reingekommen. Der klingt mir etwas zu dünn und hampelt ein bisschen viel rum. Ist für meinen Geschmack ein bisschen zu unmännlich, aber lyrisch ganz in Ordnung. Flow geht auch in Ordnung, aber so krass, wie ihr den schon wieder am Hypen seid, ist der in meinen Augen nicht. Er ist nicht so krass überhyped wie Diverse letztes Jahr, aber ein kleines bisschen. Für mich irgendwo im Mittelfeld diese Woche. Ich habe oft den Vergleich zu 80 gesehen, aber 80 legt eine ganz andere Attitüde an den Tag und eine ganz andere Power an der Stimme. Auch sein Kollege Ace klingt im Vergleich um einiges mächtiger auf dem Beat. Jetzt werden wieder Klickzahlen gepusht, du kannst schon Glück sagen, du musst an einer Stadt für nicht mal bewegen, denn die Kids haben ja Lust. Alter, pass mir das Mic und ich töte. Ich zwäng dich in die Ecke und das Gewinsen klingt nach Weibergestöhne, ich zerreiße wie Löwen. Aber er ist zumindest nicht 0815 und macht richtig Action, das muss man ihm lassen. Vielleicht deswegen auch einer von euren Lieblingen, der sticht etwas heraus, auch wenn es nicht nur im positiven Sinne ist. Kommen wir zu den nächsten 5 Kandidaten. Der erste ist Neo und der erinnert optisch etwas an Lance Butters und man könnte ihn im ersten Moment für so einen kleinen Biter halten, ist aber meiner Meinung nach überhaupt nicht so. Der Rap-Stil ist komplett anders, obwohl es auch totaler Kopfnicker-Shit ist, richtig schmuver Typ. Als nächstes kommt Mojang. Das sind Nelson Reverse, nicht zu verwechseln mit D-Verse, auch wenn es in dem Song fast gleich klingt, und Jeffrey Brown. Das ist eins von insgesamt 2 Zweierteams dieses Jahr. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese neue Komponente sich auf das Turnier auswirkt. Das könnte interessant werden. Als drittes kommt Kex. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man bei der Schreibweise K-A-A-A-X auf Kex kommt. Sieht für mich eher nach KX aus, aber er meinte, es soll Kex heißen. Jedem das seine, er ist auf jeden Fall so ein Styler-Typ auf einem Trap-Beat. Als viertes kommt das K-Element. Der ist allgemein bekannt in Sachen Flow, Videomusikalität ist er gut, aber Battle Rap... Er hat mir versichert, dass er diesmal hoch motiviert ist, richtig zu battlen. Ich hoffe, dass sich das bewahrheitet. Zu guter Letzt kommt Kasa und ich weiß, was ihr denkt. Der ist nur drin, weil er der Bruder von Gio ist, aber glaubt mir, auf keinsen. Er hat mich hart überrascht und das wird er mit euch morgen auch machen. Der ist nicht wegen Vitamin B hier garantiert. Voting geht bis Mittwoch um 18 Uhr.